Dienstag, 5.12.2017, 11.01 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Brandt-Schandl-Dieser, die Deutsche Bank hat wegen ihrer Geschäftsbeziehung mit US-Präsident Donald Trump eine Vorladung des Sonderermittlers Robert Mueller erhalten, berichten sowohl das Handelsblatt als auch die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf einen Insider. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-1, der frühere FBI-Chef untersucht eine mögliche Einflussnahme Russlands auf den vergangenen Präsidentschaftswahlkampf und hat zuletzt erste Anklagen in die Wege geleitet, etwa gegen Trumps ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn. Trump, der vor seinem Wechsel in die Politik als Immobilienunternehmer aktiv war, hat seit Jahren Kredite bei der Deutschen Bank. Bislang hatte das Geldhaus mit Verweis auf das Bankgeheimnis jede Auskunft zu der Geschäftsbeziehung verweigert. Ein Sprecher der Bank wollte auch zu den aktuellen Berichten keinen Kommentar abgeben. Mehr über Trump und die Deutsche Bank Millionenkredite, wie die Deutsche Bank ihr Trump-Problem loswerden will. Interessenkonflikt: Deutsche Bank soll Geschäfte mit Trump offenlegen. Riesenkredite für Trump, US-Demokraten löchern Deutsche Bank IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-3, die Vorladung, eine sogenannte Subpoena, ist den Berichten zufolge bereits vor einigen Wochen bei dem Unternehmen eingegangen. Die Bank habe entsprechende Unterlagen bereits den Behörden weitergereicht. Die Deutsche Bank steht damit selbst nicht im Fadenkreuz der Ermittler, sie wird durch die Vorladung lediglich zur Auskunft verpflichtet. In der Vergangenheit hatten die Demokraten im US-Kongress wegen der angeblichen Verbindungen von Trump nach Russland wiederholt Auskunft über Kredite der Deutschen Bank und anderer Geldhäuser verlangt. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events, Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Oberide Zone Fluor, False, Deutschlands größte Bank war bereits während des US-Wahlkampfs in den Fokus geraten, weil sie mit Trump noch Geschäfte gemacht hatte, als sein Ruf bei anderen großen US-Instituten bereits als ramponiert galt. Laut im Juni veröffentlichten Regierungsunterlagen hatte Trump zur Jahresmitte mindestens 315,6 Millionen Dollar Schulden bei Kreditinstituten, davon 130 Millionen Dollar bei der Deutsche Bank Trust Company Amerikas.